Das Spannende an der Forschung ist, dass man immer Neues entdecken kann. Es ist wie in einem Krimi, man hat gewisse Indizien, weiß aber trotzdem nicht genau, was und wie es passiert ist. Seit 2000 bin ich Professor für Entwicklungsbiologie am Biozentrum in Basel. Ich leite ein Team von etwa 15 Mitarbeitern, Leute, die aus Polen, Türkei, Mexiko, Amerika kommen. Und das Gute daran ist natürlich auch, dass diese verschiedenen Kulturen auch andere Denkweisen in ein Labor reinbringen. Das heißt, wir suchen nach Lösungen auf verschiedenste Art und Weise. Wir arbeiten mit Zebrafischembryonen, weil sie schön durchsichtig sind. Hier ernten wir unsere Fischeier. Diese Eier werden dann in einen Inkubator gestellt, der auf 25 Grad ist, damit sich die Embryonen entwickeln. Und in einem bestimmten Stadium, das wir analysieren wollen, werden die Embryonen dann unter das Mikroskop gelegt und dann analysiert. Neue Methoden erlauben uns jetzt, direkt aus einem lebendigen Embryo Filme zu produzieren. Das heißt, wir sehen, was im Embryo drin passiert und können daraus dann Schlüsse ziehen, wie ein Entwicklungsprozess vor sich geht. Dabei schleusen wir fluoreszierende Proteine ein, die in Blutgefäßen leuchten, wenn man sie mit einem Laser anstrahlt. Blutgefäße sind natürlich für unser Überleben sehr wichtig. Sie transportieren Sauerstoff in alle Gefäße. Sie sind aber auch sehr wichtig bei der Tumorentwicklung. Ein Tumor kann ohne Blutgefäße gar nicht wachsen. Das heißt, man möchte natürlich mit der Blutgefäßbildung spielen. Das heißt, für gewisse Krankheiten möchte man sie verstärken, die Blutgefäßbildung. Und bei Tumoren zum Beispiel möchte man ihnen quasi den Hahn zuschrauben und Blutgefäßbildung in die Tumorregionen verhindern, was den Tumor natürlich zum Absterben bringen würde. Ich habe Biologie studiert, weil ich hier an der Kantonsschule Aarau einen faszinierenden Lehrer hatte, der uns dieses Fach wirklich näher gebracht hat. Uns wurde auch gesagt, hier schon am ersten Tag, dass Albert Einstein hier studiert hat. Und Albert Einstein ist ein Begriff für jedermann. Das war natürlich sehr stimulierend und hat mich dann über die Jahre auch immer wieder stimuliert, vielleicht noch mehr zu geben und noch weiter zu gehen. Studiert habe ich an der ETH in Zürich, Biologie, bin dann aber nach 2 Jahren ausgewandert nach Kanada, habe dort mein Studium fertig gemacht und dort dann auch Pascal kennengelernt. Ich erinnere mich sehr gut, wir wollten damals schon wissen und verstehen, warum bei jedem Mensch ist die Nase immer dort oder nicht hier und nicht dort und die Augen hier. Und das war sein Ziel damals, das herauszufinden, und er forscht immer noch darüber. Lange Zeit habe ich gedacht, dass eine wissenschaftliche Karriere nicht mit einer Familie zu vereinbaren sei. Pascal hat mich dann aber vom Gegenteil überzeugt und heute bin ich natürlich froh, dass wir Sarah und Pirmin haben. Pirmin ist jetzt 18 Jahre alt und begeisterter Thai-Boxer. Obwohl Thai-Boxen wahrscheinlich nicht meine Sportart wäre, finde ich es toll, dass er etwas gefunden hat, das ihn fasziniert und worauf er auch seine Ziele ausrichten kann. Das ist also durchaus vergleichbar mit der Wissenschaft, sich Ziele zu setzen und daraufhin zu arbeiten mit Begeisterung und mit Faszination.